Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Diablo 3. Jetzt holen wir, würde ich sagen, das zweite Artefakt ab. Für den Fremden, glaube ich, ja. Ja, auf jeden Fall müssen wir den Schuft irgendwo hinbringen. Ja, und ich werde wieder mal sehr oft meine Klappe halten müssen, weil, warum blinkt das denn? Ha, mir egal. Wir werden relativ oft die Klappe halten müssen, weil die sehr viel reden. Ich bin jetzt mit 3 NPCs unterwegs und die können nun mal sehr viel reden und reden leider auch sehr viel und das geht mir... Ja. Ja, wir lassen sie mal weiterreden, oder? Genau, also Schuft, laberlos. Ich und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Nö. Monette, begebt euch zum überfluteten Tempel, mache ich. Die über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Lea, folgt euch nicht mehr. Bebebe. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha. Also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur dem Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht 2 Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Ist gut, Papi. Was soll ich mir beschaffen? Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Sind das Alarics Leute? Nein, die sind boshafte Geister. Noch mehr neues Wissen, okay. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Oh, Lea, halt doch mal die Fresse. Ghule sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Sie laben sich an menschlichen Leichen. Diese Kreaturen sind am Ungefähr. Onkel Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Die kriegt es wirklich nicht auf die Freie, einfach mal das Maul zu halten. Wir haben es geschafft. Was hast du geschafft, ha? Drängt sie zurück, Brüder! Du bist ein Skelett, warum redest du? Oh, njam, 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 njam. Hier blinkt immer noch nichts, oder? Ting, 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 ting. Okay, ich muss zugeben, das gefällt mir wesentlich besser, diese 1000 Klingen und so. Ist hübsch. Hübsche Animation und hübsche Realisation und hübscher Damage. Oh, oh, oh. Huh, das war jetzt... Ach, du bist da. Komm her, Krimi. Grimjoy. Schrumpfer von Köpfen. Macht er meinen Kopf auch klein? Okay, gibt's hier irgendwas? Wiederhallende... Nein, da ist nix. Auch nix. Auch nichts.
wie nervig. Oh, cool. Ich kann hier irgendwas kaputt machen. Ja, auf jeden Fall sollen wir da runtergehen. Ruhestätte des Kriegers. Dann gehen wir auch in die Ruhestätte des Kriegers und sammeln irgendwas. Okay. Ja, so muss das, weißt du? Bam, bam. Einmal das und dann haben wir das und dann machen wir das. Und du gehst ex. Ja, so. Kurzen Prozess, Digga. Hä? Anal der Ehre? Entschuldigung. Tü-lü-lü-lü-lü. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wir müssen sie auf! Ich schweige ja so viel. Ah ja, genau, weil ich ja die ausreden lassen muss. Und ich zocke im Übrigen nicht mit Kopfhörern, deswegen muss ich auch jedes Mal teilweise runterschauen im Chat. Weil ganz einfach, jedes andere Spiel hört auf mich, wenn ich sage, okay, bitte jetzt durch die Kopfhörer spielen, die Musik. Nur Diablo nicht. Und labert die schon wieder. Kreaturen in fremden, geheimnisvollen Ländern zu jagen. Ich sprach von schönen Erinnerungen. Ich ebenfalls. Ich frage mich, wer diese Soldaten getötet hat. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Die Mini-Quest, die machen wir mal, oder? Dass wir hier wütendes Trugbild. Okay, 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 okay. Verstört den Hügel, Brüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! Welche Hunde? Ich sehe keine Hunde. Oh, in Amerika. Ah ja. Dieses letzte Skelett muss einer von Alerics Männern. Oh, wie cool. Das finde ich ja großartig. Aber wir müssen jetzt mal weiter. Beide Seiten einer uralten Schlacht. Ja, ist gut jetzt. Wir müssen jetzt auch mal weiter. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Beschafft euch das Fanal des Lichts. So, bisschen lichtiges Anal. Da haben wir doch was. Fein. Wir trotzen euch. Was machen wir? Wir ratzen euch. Ja, ich werde diese Dinge aufhalten. Heißt ihr zwei. Ach, was ist denn heute los mit mir? Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Ha. Und so sah das bei ihr aus, als sie nach verlorenen Artefakten gesucht hat. Ist ja cool. Ich bin verwundet. Bist du nicht? So. Habe ich das eigentlich richtig gelesen, dass das komplette Auktionshaus schließen wollen? Also nicht nur Echtgeld, sondern das komplette? Ein Ring, ein Ring. Pam, Alter, pam. Diesem Gasthaus, das ihr eröffnen wollt. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen friedlichen, sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation auf seinen Reisen. Ihr solltet selbst für eure Sicherheit sorgen. Und das werde ich auch. Mhm. Ein Gasthaus. Wir schlachten hier gerade Monster ab und die... Oh, cool, ich bin gefiert. Wir schlachten hier gerade Monster ab und sie denkt daran, ein Wirtshaus zu eröffnen. Alter, Kollege. Geh mir jetzt nicht auf die Nüsse.
God damn it, stop that! You fucking Pissnelke. Na, schön. Schön, schön. Okay, tut mir leid, aber wie schon so oft erwähnt, ist brisiert. Jetzt laufen wir. Oh, für Plündern ist immer Zeit. Euch beiden geht's gut? Euch beiden geht's gut. Super. Kommt halt, Alter, seid ihr lahm. Templerchen, wo bist du? Du kleine Nippel. Ja, mach. Was machst denn du? Furchtbar, furchtbar. Okay, Podest haben wir. Ole, ole. Und weiter geht's. Ab geht's in den Tempel. Tretet ein und besiegt die Wächter. Hallo, lieber Tempel. Bam. Hier könnte man prima Knochensüppchen machen. Zirp, zirp. Ja, komm. Und das kann ich und hier kann ich und bam kann ich und damn und bam und babuben. So, fertig. Erster. Sollte ich eigentlich in YouTube auf all meine Posts schreiben? Erster. Was willst du jetzt? Und tot ist er. Nicht tot? Aber gleich tot. Er ist tot. Okay, von euch drei Stück. Alter. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Die geben alle Novas ab, wenn sie sterben. Oder wie sehe ich das jetzt konkret? Bam bam. Gott sei Dank nicht, okay. Sprecht mit Alaric im überfluteten Tempel. Hallo Alaric. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Eine Frau. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Dat Klo. Spricht wahr. Dies war ein guter Ort. Die edle Heldin hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meint er sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie will euch nur quälen. Schenkt ihr keine Beachtung. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen, doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Okay. Ja, dann müssen wir auch schon wieder mit dem Deckard sprechen, aber das werden wir dann in der nächsten Folge tun, würde ich vorschlagen. Und bis dahin wünsche ich natürlich euch eine wunderbare Tage oder einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend. Wie auch immer euer Tag noch verlaufen wird, er soll wunderbar werden. Und
Ich sage tschüss.